You got a new plant. Marigold. Hello, I'm Marigold, the new Baba of Ireland. Today I'm introducing our new flavor, the flavor of Plants vs. Zombies. Ja, kennt ihr Kerrygold? Das ist eine Butter. Das klingt so ähnlich. Marigold, die neue Butter. Gehen Sie jetzt in jeden Supermarkt. Außer Tiernahrung, ne? Erstmal zu Penny. Okay, das war's jetzt. Give your silver and gold coin. Ah ja, sehr schön. Ja, so will ich das Ganze. Pflanzen, auf denen Geld wächst. Das könnte ich zu Hause auch einführen. Und ich sehe gerade ein wirklich, wirklich unangenehmes Monsterchen. Und zwar diesen, den Gargantuar. Das klingt auch schon so wie so ein Produkt. Gargantua. Sie wollten schon immer einen blendenden Körper haben? Muskeln bis zum Umfallen? Dann bestellen Sie jetzt Gargantua. Lalala, ich höre auf zu spinnen. Wir machen weiter und diesmal wird's unangenehm und darum führe ich das hier ein. Also das ist sehr angenehm. Und dann führe ich auch noch das hier ein zum Vernichten dieses Dinges. Und dann führe ich... Achso, jetzt hätte ich ja das Wichtigste fast vergessen. Let's rock, los geht's. Ready, set, plant. Schaffen wir es in 30 Sekunden. Los. 25. Plus 25 sind 50. Ich bin das Mathematik-Genie schlechthin. Ja, in der Schule war ich der Beste. Timo, du bist doch in der Schule. Ups. So. Mine ausfahren. Und los geht's. Ja, bis jetzt kümmern wir uns erstmal um die Sonnenblumen und dann das neue Marigold Island Butter machen wir später. Weil das klingt so schön Marigold-mäßig. Kommst du? Komm, los, das schaffst du. Komm. Komm. Jetzt stellen wir hier mal so eine hin. Allein nur um zu testen. Weil ich lustig bin. Pflanzen, auf denen Geld wächst. Also ganz ehrlich, wenn sie das erfinden, also so einen Baum hätte ich gerne bei mir im Garten. Wirklich sehr, sehr außerordentlich gerne sogar. Obwohl man ja sagen muss, wenn man es so sieht, ist es gar nicht so eine gute Idee. Vor allem, wenn es mehrere auf einmal betrifft. Weil, ich meine, es wird Geld produziert, aber diese ganzen Fantasiebäume, da wird ja Geld produziert und niemandem weggenommen. Das heißt, es kommt insgesamt mehr Geld dazu. Und das führt eigentlich nur zu einer Sache, und zwar zu Inflation. Und Inflation mag niemand. Es wird das Geld nur weniger wert. So. Achso, hier unten wird's kritisch. Ja, hier unten wird's kritisch. Niemand mag Inflation. Aber so ich alleine, also wenn ich der Einzige wäre, der so etwas hätte, das würde jetzt halt nicht groß auffallen. Finde ich. Also... Oder nicht? Das war jetzt knapp, gell? Habt ihr gemerkt, oder? Das war jetzt gerade wahnsinnig knapp. Also diese Pflanzen, ich liebe sie einfach. Halt falsch. Da. Ruhig, ich bin ruhig. Warum eigentlich? Ganz einfach. Weil ich ruhig bin. Hahaha. Ach, wisst ihr was? Ich will, dass mehr Geld produziert wird. Ich finde das so schön. Ich bin geizig. Mehr Geld. Mehr Geld. Mehr Geld. Und mit diesen Verdopplern macht das Ganze sowieso einen Mega-Spaß. Einen Mega-Mega-Mega-Spaß. So, ich muss aber aufpassen, vielleicht kommt bald dieser hässliche, die Gargantua oder wie der heißt, der ist halt so richtig unangenehm ist.
der macht nicht nur einen Wahnsinnskörper, sondern will auf mein Gehirn fressen. Und das ist eher, wie soll man sagen, unangenehm. Und wie sogar. So, wo kommt er? Ich weiß ganz genau, wo du kommst. Ich bereite mich auf alles vor. Kommt er überhaupt? Erscheint er? Sieht sehr danach aus, als würde er gar nicht kommen. Wäre zumindest sehr vorteilhaft. So. Kann man nicht so einen Doppler auf die, Geld... Na, da ist er schon. Auf welchem ist er denn? Auf dem hier. Was, der Bastard? Was ist denn mit dem los? Ja, sag mal. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Was ist denn das für einer? Der überlebt einfach so mal das Feuerteil. Ja, natürlich. Und jetzt stirbt er noch nicht mal. Hallo. Ach so, natürlich. Natürlich. Nein. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Mach ruhig weiter. Mach weiter. Nein. Ja, nein. Das ist überhaupt kein Problem. Mach nur ruhig weiter. Ich lass dich. Das ist. Nein, ist nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Stirbst du jetzt? Ach, jetzt möchtest du sterben. Ja, das ist natürlich schlecht. Nee, das ist, finde ich, jetzt nicht gut. Nee, man muss schon zivilisiert sein und immer zu Ende bringen, was man getan hat. Nee, also das finde ich jetzt nicht in Ordnung von dir. So ein hässlicher, verfickter Bastard, dass alles zu spät ist. Vor allem, na, der stirbt einfach nicht. Der ist einfach knallhart. Der ist knallhart. Der stirbt nicht. Der denkt sich, leg mich doch am Arsch. Umbringen? Na, die ist nichts für mich. Der ist einfach so knallhart. Ich hoffe mal, dass das jetzt das letzte Mal, dass der kommt, weil... Also... Ich weiß ja nicht, wie ich das mache, aber halt einfach hässlich. So, jetzt komm her. Ich brauche jetzt eine bessere Verteidigung. Jetzt, na, warte. Als erstes Verteidigung aufbauen. Da merkt man doch, dass ich eher auf Geld setze, weil jetzt... Dauert es doch ein bisschen länger, finde ich. Aber es ist trotzdem sehr angenehm, dass mir das Geld runterrieselt. Was passiert eigentlich nochmal, wenn... Wenn man die Zombies schaffen, das Gehirn zu essen? Passiert irgendwas? Muss man dann von Level 1 nochmal anfangen, oder wie war das? Oder muss man nur das eine noch anfangen, was man halt vergessen hat? Würde mich mal gerne interessieren, weil ich hab's mäßig am iPod schon mal passiert. Aber sonst halt noch nicht. Und von dem her... So, jetzt macht's euch gefasst auf diesen Garganten. Da unten ist er schon. Und genau da kommt auch der Herr hier. Also, los. Das ist so... Also, ich find das so unverschämt. Ich finde das, wenn ich ehrlich bin, so unverschämt, dass der... Sein kleiner Freund macht mich gerade nervös. Jetzt stirb. Ja, er ist tot. Ach, da oben! Hey! Was soll denn der Mist? Jetzt stirb! Fuck, stirb! Nein, bitte nicht! Komm! Stirb! So ein Bastard. So ein hässlicher Bastard, ja. Komm nur her. Ja, genau. So sieht's nämlich aus. Ja, dann gehst du gleich mal wieder nach Hause. Mein Gott, was ist das? Ah, das ist doch mal ein schönes Teil. Das sieht so richtig heftig aus. Das sieht so richtig nach Blam aus. Melonpult. Der neue Energy Drink. Sie wollten schon immer Nächte durchmachen können? Dann bestellen Sie jetzt Melonpult. Does heavy damage to groups of zombies. Sehr schön. So ein Ding brauche ich. Next level.